Jo, servus, Freunde der Sonne, da bin ich wieder zurück bei Brothers A Tale of Two Sons. Bin ich zurück, ihr seid hoffentlich auch wieder mit dabei. Ja, letztes Mal haben wir ja erfolgreich die Ruinen der Bergtrolle hinter uns gelassen und sind jetzt hier mitten im Wald gelandet. Unserem Vater scheint es immer schlechter zu gehen. Ja, und wir sehen uns hier aber gerade einer anderen Gefahr gegenüber, nämlich einer Wolfsherde, die irgendwie recht grimmig aussieht, und ich glaube, die Bock hat auf Menschenfleisch. Was bringt mir denn bitte schön die Fackel? Ah, wenn mir das nichts bringt, okay. Da geht's definitiv nicht lang. Gott, Gott, hoffentlich klappt das. Okay, einen haben wir schon mal weggelotst. Hey, bloß schnell raus aus dieser menschenfeindlichen Wildnis hier. Ich habe da keinen Bock drauf, hier zugrunde zu gehen. Oh Gott, und diese Geräuschkulisse macht er ihnen das auch nicht unbedingt sehr heimelig hier. Und die Schatten und oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Und alles eigentlich. Was zur Hölle? Okay. Wo zur Hölle sind wir denn hier gelandet? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich finde es ein bisschen gruselig. Mein Kleiner, lass mich mal vorlaufen. Genau. Ah, der scheint ein bisschen mutiger zu sein. Ja. Leute, wo sind wir hier gelandet und wo geht's hier hin? Ist ein sehr beängstigender Wald, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach nein, jetzt auch noch ein Friedhof oder was? Ach na, klasse. Aber irgendwie sieht es schön aus, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Gut, die Gefahr scheint hinter uns zu liegen. Ja gut, wer weiß, was noch kommt. Wir sollten uns hier definitiv nicht zu sicher fühlen. Okay. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht irgendjemand sich die Mühe macht, aus den Gräbern zu steigen. Das wäre echt nicht cool. Okay, kommen wir da durch? Kommst du da durch, Kleine? Ich Da! scheinbar nicht. Da geht's definitiv lang. Das habe ich mir schon fast gedacht. Diese Glocke hat auch bestimmt was zu sagen, oder? Was ist das da links unten? Könnt ihr das sehen, was da so leuchtet? Ja, moin, wir sind hier. Okay, er scheint entweder kann mit Fremden nicht so viel anfangen. Ja, okay. Oder er ist recht unfreundlich, hab ich gedacht, hab ich. Wer bitteschön möchte eigentlich in dieser Gegend wohnen? Und was hat es mit diesen Gehängten da auf sich? Hat er da was mit damit zu tun? Weiß es nicht, man weiß es nicht. Ist ein bisschen mysteriös, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Dankeschön. Fuck. Und wir haben keine Fackel mehr. Und jetzt? Wir müssen springen. Wir müssen springen. Komm! Boah, Schwein gehabt. So, jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir hier rauskommen. Die Frage ist nur, wo? Scheiße, scheiße, scheiße! Boah, ich kann aber auch nicht gegen anschwimmen, verdammte Axt. Da komme ich vielleicht an die Äste daran? Ah, verdammt, nein, das klappt auch nicht.
Oh Gott, hoffentlich wird das ein gutes Ende nehmen. Halt dich bloß fest, mein kleiner Ohr. Ja, komm, 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 hoch da, hoch da. Puh, Schwein gab das. Oh Gott, das hätte aber ja böse ins Auge gehen können, wenn wir jetzt an diesem riesigen Felsblock da vorbeigeschwommen wären. Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Das hätte leicht ins Auge gehen können. Wie schon manche andere Sachen, die wir bis jetzt auf unseren Abenteuern erlebt haben. Spannend, spannend, Leute. Spannend, spannend. Ich würde sagen, die Erholungspause auf der Bank, die haben wir uns wirklich verdient. Okay. Ja, ihr könnt euch ruhig hinsetzen. Also, ist jetzt, glaube ich, nicht verboten. Das sieht halt immer so toll aus. Aber was ist das da unten? Sind das Lampions für die Toten, die da das Wasser heruntergelassen wurden? Oder was muss ich mir da jetzt drunter vorstellen? Oder sind das Wunschlampions? Oder diese... Es gibt ja irgendwie so Bräuche, wo man solche Laternen zu Wasser lässt, zum Neujahrsbeginn, mit den Wünschen, mit seinen Wünschen fürs neue Jahr. Meine ich zumindest, dachte ich. Es kann auch sein, dass ich jetzt gerade voll den Müll labere. Also ich weiß, es gibt in China oder in Japan lässt man einmal diese Lampions fliegen, mit den Segenswünschen. Und ich meine, irgendwo gab es das auch noch, dass man Schiffchen zu Wasser lässt, mit kleinen Teelichtern drin. Aber was die jetzt nochmal genau zu bedeuten haben, das weiß ich jetzt gar nicht. Ihr wollt jetzt aber nicht, dass wir da diese... Doch, das wollen sie, okay. Bloß schnell machen, weil das hört sich nicht alles so stabil an. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Nein! Zu spät gedrückt, zu spät gedrückt. Okay. Zum Glück sind die Speicherpunkte sehr fair gesetzt, das muss ich ja mal festhalten. Er speichert relativ häufig, ist mir aufgefallen. Was ich auch gut finde, aufgrund meiner teilweise besonderen Dummheit, die ich an den Tag lege. Okay. Jetzt du. Wo ist er, verdammt? Und da kann ich schwimmen. Shit, 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 shit. Komm, schneller, schneller. Du musst gegen anschwimmen, du musst gegen anschwimmen. Oh, verdammt. Halt dich fest, halt dich fest. Boah, ich leide schon richtig mit den mit. Ich leide schon richtig mit den mit. Ach, Nayi heißt der. Nayi heißt der Kleine. Okay, Maya und Nayi. Ich glaube, Nayi werde ich mir verdammt schlecht merken können. Da ist Uwe bedeutend einfacher. Das ist jetzt natürlich die Frage. Kommst du jetzt da rüber? Wow. Halt dich bloß fest, mein Kleiner. Was zur Hölle ist das? Okay, das ist eine echt miese Gegend, ey. Halt dich bloß fest, mein Kleiner. Er macht ja auch nichts. Ah, okay. Okay, okay, ich habe Prinzip verstanden. Die Bäume wollen uns definitiv ans Leder, ey. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das für ein Gruselwald, Mann? Oh Mann. Leute, es ist gerade richtig spannend, finde ich zumindest. Noch ein kleines Stück. Oh Gott, bin ich froh, wenn ich mit den beiden hier raus bin. Wo ist Ugo, wenn man ihn mal braucht?
Aber ich kann schon verstehen, dass sich die Leute da in Häusern einschließen. Was trotzdem nicht erklärt, was diese drei Gehängten da bedeuten sollten. Ist die Frage, komme ich da hoch? Nein, komme ich nicht. Hey! Du Pisser, ey! Du elendischer Baumpisser-Dingteil! Komm, mein Kleiner. Ich rette dich, ich versuche dich zu retten. Schneller, schneller. Ich hab dich gleich, ich hab dich. Ja. Komm hoch, 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 hoch. Wir haben es gleich geschafft, mein Kleiner. Ich lass dich doch nicht im Stich. Leute, was ist mit der Umgebung los? Okay, also es hat ganz schön angezogen, definitiv. Also das heile Welt-Tüdelüt aus den ersten Folgen ist jetzt hier definitiv vorbei, also. Oh, ich finde das so toll atmosphärisch gemacht. Also mir gefällt das. Was zur Hölle ist das? Glaubt ihr, dass es gut ist, sich darauf zu stellen? Ist das seine Mutter? Ihre Mutter? Ich glaube, irgendwas ist mit diesem Wald nicht ganz richtig. Drogen? Da liegt ihr Vater? Was ist da los? Okay, ich kann den Großen nicht mehr steuern. Oma Mai. Naja, aber die. Was geht hier ab? Hey! Was zum Geier geht jetzt hier ab? Ich kann nichts machen. War das jetzt gut? War das schlecht? Okay, scheint doch nur ein Traum gewesen zu sein. Boah, was für eine kranke Kacke, Leute. Hey, wir haben es geschafft, mein Bester, wir haben es geschafft. Bei Tag betrachtet sie der Wald und das Gebirge um einiges freundlicher aus. Ist ja gut, Mutter, wir haben es geschafft. Alles ist gut, alles ist gut. Wow, okay. Das war ein sehr stranges Erlebnis. Die Frage ist, was kommt da jetzt noch auf uns zu? Stopp, 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 stopp. Du lässt das mal schön bleiben, mein Bester. Was zur Hölle? Komm! Hoch, 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 hoch. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Schneid ihn irgendwie los, genau. Was soll das denn jetzt für eine Aktion gewesen sein? Bist du des Wahnsinns, Magga? Walila, Haye. Glaubst du wirklich, dass es das gebracht hätte? Selbstmord, die armseligste Methode, sich aus allen Problemen rauszuhalten. Da scheint es einen Hausbrand gegeben zu haben. Und er hat sich wohl da noch irgendwie rausschleppen können. Aber mein Bester, Selbstmord ist, kann nicht das Ziel dieser ganzen Aktion sein.
Okay, heftig, heftig. Es hat gerade ganz schön angezogen, irgendwie. Ah, da scheint es so lang zu gehen. Oder sehe ich das falsch? Wahrscheinlich sehe ich das falsch. Nein, da scheint es doch lang zu gehen. Okay. Du lässt das mal schön bleiben, von wegen hängen. So feige wirst du doch wohl hoffentlich nicht sein. Irgendwann wird es wieder bessere Zeiten geben, mein Bester. Irgendwann wird es wieder bessere Zeiten geben. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber es wird so kommen. Gott, wie soll man das denn schaffen? Da hab ich mich doch... Oh Gott, okay. Jetzt müssen wir den nochmal retten, oder was? Dann retten wir ihn eben nochmal. Jeden Tag eine gute Tat und manchmal auch zweimal. Oder geht's da oben vielleicht lang? Das kann auch sein. Mal schauen, werden wir dann gleich sehen. Ja genau, halt ihn hoch, richtig, richtig gut die Idee, richtig gut. Habe ich vorhin gar nicht gemacht. Boah, Schwein gehabt. So, und jetzt hör auf zu flennen und raff dich. Alles wird gut, Mann, alles wird gut. So, okay, gut. Ich würde sagen, bevor wir da jetzt wieder runterstürmen wie die letzten Trottel, gucken wir uns mal kurz hier oben noch etwas um. Vielleicht geht's da ja auch lang. Vielleicht war da hinten ja gar nichts. Vielleicht mussten wir da ja sterben. Okay. Okay, was hat das hier alles zu bedeuten? Ah, aha. Die fällt aber was schnell wieder runter. Jetzt stelle ich mir nur gerade die Frage, hätte es auch die Möglichkeit gegeben, dass man da hinten hätte unten lang laufen können? Oder nicht? Das ist natürlich jetzt die Frage. Wow. Ah, tutti perfetti. Ah, ich verstehe das Prinzip. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Okay, dann fahren wir jetzt also das Ding da aus. Boah, da brauchst du ja voll das Fingerspitzengefühl nicht, aber... So, wenn ich jetzt aufhöre zu drehen, dann bewegt sich das wieder zurück. Okay. Geschafft. Das musst du ja voll koordinieren, ey. Ja, Riasses. Ich glaube, nach dem Spiel habe ich zwei getrennte Gehirnhälften. Und mir wird es trotzdem gut gehen. Oh, Heiland, oh, Heiland. Okay, dann schien es da unten. Obwohl, man hätte ihm vielleicht helfen können. Ich weiß es nicht. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ob der jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich will aber nochmal kurz zurückgehen. Ich meine, die Brücke ist ja jetzt ausgefahren. Es kann da zumindest schon mal nichts mehr passieren. Vielleicht kann man ja irgendwas aus diesem Haus da rausholen. Aus den verbrannten Überresten. Oh, ich hätte das vielleicht mal ausblenden sollen, ich Trottel. Na gut, okay, lassen wir das. Ihr habt das jetzt nicht gesehen. Hä, wovon redet der Painter? Ihr sagt es doch, ihr habt nichts gesehen. Es ist nie passiert. Okay, das nächste Mal sollte ich vielleicht die Benachrichtigung ausstellen. So, jetzt will ich hier nämlich nochmal gucken. Ich sehe nur gerade die Gefahr auf mich zukommen, wenn ich da jetzt sterbe. Dann, nee, Leute, das wird doch wohl da hinten ist ein Kästchen, Mann. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Doch, da kommt man bestimmt irgendwie hin. Ich probiere das mal mit ihm. Ah, okay.
Okay. Ja. Du bleibst am besten. Ich hoffe, ich muss nicht diesen Weg wieder zurück. Hallo, lauf weiter. Ey, Kleiner, du sollst jetzt nicht lang, oder? Okay, dann wahrscheinlich doch. Okay, dann habe ich mich vorhin einfach nur trottelig angestellt, das ist alles. Gut. Wir haben da was für dich. Ich hoffe, das wird ihn aufmuntern. Und damit haben wir nämlich unsere gute Tat sogar noch um einiges besser gemacht. Und noch guter gemacht. Guter, das Wort gibt's, glaube ich, nicht. Da, wir haben dir was mitgebracht. Ein trauriges Lied. Sehe ich das? Seine Frau und sein Kind. So macht man das, man trauert in Würde. Und entzieht sich dessen nicht durch Selbstmord. Gut, damit haben wir also hier auch unsere Schuldigkeit getan. Aber es ist alles sehr schön gemacht, also sehr emotional und einfach toll. Es ist nicht zu kitschig und zu übertrieben und klischeetriefend, also ist alles sehr wohldosiert und schön inszeniert. Painter lässt sich schon wieder verwirren. Okay. Oh, ich sehe gerade, ich muss den Part eigentlich jetzt schon mal beenden. Okay, ich hoffe, jetzt kommt hier demnächst noch ein Speicherpunkt. Dann werde ich dann nämlich dann auch da Schluss machen. Aber vorher genießen wir noch mal kurz hier die Aussicht. Das haben wir uns jetzt verdient. Nach all den Schrecknissen, die wir in der letzten Nacht erlebt haben. Wow. Okay. Das soll dann wohl unser nächstes Ziel sein. Da können wir uns dann hoffentlich schon mal drauf freuen. Mal sehen, was uns da alles Spannendes erwarten wird. Und da hat es auch gespeichert. Perfekt, Leute. Ihr habt einen Ausblick gehabt auf das, was noch kommt. Ich hoffe, ich habe euch damit so ein bisschen heiß gemacht auf die nächsten Folgen. Gut, alles klar. Damit beende ich jetzt diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Es war recht interessant, bisschen traurig, spannend, strange. War wieder ein großes Potpourri an wunderbaren Ding. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie es im nächsten Teil weitergeht. Wenn es heißt Brothers, A Tale of Two Sons. Und damit sage ich schönen Abend noch und bis dann.